Heute suchen wir mal wieder Schatzkarten und die Suche beginnt gleich hier auf Port Monet. Mal wieder beim Schiffe versenken, ja, zum dritten Mal und hoffentlich zum letzten Mal. Wir müssen das schaffen und unter 20 Schuss bleiben. Das heißt, er sagt das eher am Anfang hier, dass der Rekord 20 ist. Oder? 24 Schuss stehen zur Verfügung und... Ja, Rekord ist 20. Ein wahrer Teufelskerl von einem Kapitän hat er aufgestellt. Okay. Gut, das heißt, ja. Ich brauche ganz, ganz viel Glück. Das fängt schon mal gar nicht so schön an. Okay. Natürlich. Oh Mann. Ja, ich müsste jetzt eigentlich fast direkt alle Schiffe finden. Ja, komm. Das ist auch schon egal. Also ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lang. Man weiß ja nie, ist halt alles komplett auf Glück basiert. Und falls ich vielleicht heute nicht so aufgeweckt wirke oder mich ein bisschen müde anhöre, dann ist das, weil ja, das Wochenende war ziemlich krass, hat mich etwas ausgelaugt. Also jetzt nicht wegen Alkohol, ich habe eigentlich fast gar nichts getrunken, aber ich habe halt fast nicht geschlafen und die haben so viel gemacht, dass ja. Habe ich da jetzt was? Okay. Das Kleine fehlt noch, also es könnte jetzt klappen. Scheiße. Wenn ich es jetzt nicht... Ja, scheiß drauf. Ja, jetzt habe ich es gefunden, natürlich. Gut, vielleicht kriege ich Rubies. Man weiß ja nicht, aber... Ja, ich krieg bestimmt Rubine. Aber sonst... Leider nicht die Schatzkarte. 50 Rubine, ja, okay. Gut. Das Geld wird mir eh nicht ausgehen. Aber immerhin... kriege ich etwas. So. Einfach mal irgendwo ganz random. Mann. Ach komm. Ja, super. Ja, jetzt ist auch schon egal. Ich kann nicht mehr gewinnen. Ich habe an überall... Also an allen komplett vorbeigeschossen. Ja, manchmal ist das so lächerlich. Ich gehe jetzt einfach mal in der Mitte hier komplett... Okay. Okay, das war schon mal das Große. Nicht schlecht. Ich wollte jetzt eigentlich einmal so in der Mitte durchgehen, aber jetzt... Ja, ich weiß nicht, soll ich? Okay. Gut, also diesmal sind die Chancen eigentlich am besten. Ja. Jo! Als... Nein, komm. Ich dachte schon, als ob ich's gewusst hätte, ne? Dann erstmal überall vorbei, voll verkackt. Aber okay, schlussendlich... hat's dann doch funktioniert. Ja, vielen lieben Dank, das hier ist unser Taschengeld. Was? Er wird jetzt gleich irgendwas sagen. Rekord gebrochen, oh mein Gott. Holla, 18, das ist ja ein neuer Rekord. Da bekommst du ja noch etwas. Die Schatzkarte, 23. Also dann, die Firma dankt. Tschüss. Gut, ganz kurz gucken, so wie... im letzten Schatzkartensuchen-Part. Das ist, ich weiß jetzt nicht, wie die Insel heißt. Und ich weiß auch nicht, wo sie ist, aber... Rhombus-Insel, okay. Gut. Ich werde in diesem Part viel schneiden, weil ich halt viele Schatzkarten suchen will, aber auch nicht, dass der Part... Also ich will auch nicht, dass der Part zu lang wird. Von daher sehen wir uns jetzt gleich bei... Oh, okay, ich sehe gerade, die nächste ist gleich hier im Port Monet. Immer, also immer noch. Beim U-Boot-Laden.
Warte, was? Moment, ich bin gerade ein bisschen von meiner Liste verwirrt. Okay, okay. Wir müssen aufs Riesenrad, also auf die Windmühle. Und der Wind ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, von hier aus komme ich da eh nicht hoch. Obwohl, ich müsste eigentlich gar nicht hoch, glaube ich, auf die Windmühle. Wir müssen nämlich da rüber zu der Tür. Und ich glaube, wenn ich das gut anstelle, komme ich auch von hier aus dorthin. Ja, okay, ist auch gar nicht schwer. Da kann man sich eigentlich gar nicht schlecht anstellen. Alles klar. Krüge. Oh, Geld. Okay, gut. Wir haben genug Rubine, deswegen lasse ich das jetzt mal. Und öffne erstmal die schöne Schatzkiste mit der Schatzkarte 24. Und hier ist gleich die nächste, also nicht die nächste Schatzkarte, sondern die nächste Kiste mit 50 Rubine. Okay. Ist hier noch irgendwas? Oder komme ich da einfach nur ins Erdgeschoss? Kamera, kann ich dich bewegen? Ja. Ich bin so ein Typ, der muss bei solchen 3D-Spielen manchmal einfach die Kamera bewegen, weil ihm sonst langweilig ist. Und ja, hier komme ich wirklich nur ins Untergeschoss. Was ist denn das hier? Was ist denn da los? 10 Jahre ist es nun schon her, dass ich mich der Fotografie verschrieben habe und der Ästhetik wahrer Schönheit auf der Spur bin. Wie bewundernswert. Nanu, wer ist da? Was? Du bist es. Warum erschreckst du uns so? Das war doch nicht meine Absicht. Aber wie bist du überhaupt ins Haus gekommen? Ich habe dich überhaupt nicht bemerkt. Was soll das? Ich bin nur hier, um mich fotografieren zu lassen. Ich bin nämlich schon seit jeher ein riesengroßer Lichtbildliebhaber. Es soll da ja einige beunruhigende Gerüchte über mich geben, aber ich warne dich, mal dir ja keine Unsittlichkeiten aus. Beunruhigende Gerüchte? Also man kann sich ja nur vorstellen, was die da meint, aber ja, okay. Ich will es nicht wirklich wissen. Also ich hoffe einfach mal, dass diese Gerüchte nicht wahr sind, sonst, ja. Gut. Nächste Schatzkarte ist bei der Flugfelsinsel, die ist hier bei Tantopia, ja. Gut, dann sehen wir uns da gleich wieder. Die Flugfelsinsel haben wir auch noch nicht erkundet. Wird also wieder ein bisschen was Neues für uns. Und ich kenne die Insel noch einigermaßen. Die ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Obwohl sie an sich jetzt nicht so besonders ist. Naja, ich meine, es gibt hier eine Höhle, die Insel hier, wo wir rauf können, mit der anderen höher gelegenen Insel verbindet. Das ist ganz cool und ich finde auch die Höhle ganz cool mit diesen Holzplattformen, die hier im Wasser schwimmen. Diese Dekoranas gibt es auch, falls die so heißen. Ich hole mir erstmal das Geld, weil ich bin so geldgeil. Nein, Spaß. Also ich schätze mal, wir müssen auf die höher gelegene Insel. Ich bin mir jetzt allerdings nicht hundertprozentig sicher. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste, okay. Moment, ich will mal kurz was versuchen. Was ist, wenn ich mich da jetzt mit dem Enterhaken... Okay. Hätte ja klappen können.
Gut, dann muss ich jetzt wieder den Weg finden. Wie damals im verbotenen Hain. Das ist dann immer so laut, ne? Ah, okay, hier ist eine Planta Humba. So komme ich zu dem Ausgang dort und zu der Kiste. Ui, okay. Also ich schätze mal, wenn ich die Kiste jetzt öffne, dann verschwinden die Ranken. Ja, gut. Anders hätte ich es mir nicht vorstellen können. War nur ein Glücksamulett. Also hätte nicht unbedingt sein müssen, weil von den Dingern haben wir echt schon mehr als genug. Aber gut. Sonst gibt es hier in der Höhle nichts. Und das heißt, auf geht's nach oben. Hier ist ein Krog. Das weiß ich auch noch. Und die Schatzkarte 25. Schätze ich jetzt einfach mal, dass die in der Kiste ist. Ja. Gut. Ich habe auch ganz vergessen, auf Schatzkarte 24 zu schauen. Das heißt, das holen wir jetzt auch gleich nach. Okay, was für eine Schatzkarte habe ich dann vorhin gefunden? Im Portemonnaie, im Haus vom Fotograf. 24 war es anscheinend nicht, okay. Sorry für die Fehlinformation. Und das ist bei der verwunschenen Bastion. Okay, Moment, was habe ich dann? 29 war das, okay. Das ist, Dingsterbumster. Die Mutter- und Kindinsel, okay. Alles klärchen, das heißt, ja, Schatzkarte 29 kam jetzt schon ein bisschen zu früh, aber okay. Das heißt, ja, ich gehe jetzt nochmal nach Portemonnaie zurück und schau nochmal wegen der Schatzkarte. Irgendwas habe ich da jetzt komplett falsch verstanden. Moment. Ach so. Wir müssen uns nochmal ins Haus schleichen. Aber ab dem Punkt habe ich dann nicht mehr gelesen, weil man muss ein Foto von ihr hier machen, von der Frau und dem Fotograf. Und dann den beiden Tratschtanten hier zeigen. Ja. Darauf muss man auch erstmal kommen. Komm ich da hoch? Jo! Einfach durch das Dach durchgeglitscht. Auch nicht schlecht. Um nochmal kurz zum Thema zurückzukommen wegen dem Wochenende, das mich so ausgelaugt hat. Ich habe von Donnerstag auf Freitag nur 2 Stunden geschlafen. Dann Freitag auf Samstag, ich glaube, wie lang war das? Waren vielleicht 5 Stunden, halt immer noch ein bisschen wenig. Samstag war dann der Übershit. Also was wir da gemacht haben, hat mich echt getötet. Und ja, ich kam dann Sonntag, also heute, wo ich es aufnehme, um 4:30 nach Hause, 5:30 Uhr morgens, und habe ich dann gleich schlafen gelegt, beziehungsweise habe vorher sogar noch ein bisschen YouTube geschaut, bin dabei dann eingeschlafen und hab dann, ich glaube, 10 oder 11 Stunden geschlafen, so. Also ich bin, glaube ich, irgendwann um 5:30 eingeschlafen oder um 5 Uhr und um 16 Uhr bin ich aufgewacht. Das war schon schöner Schlaf. Ich bin aber immer noch müde, ja. Also körperlich fühle ich mich ziemlich schlapp. Was ist denn jetzt hier los?
Ja, sie läuft wirklich immer sehr aufgetakelt herum. Kaum zu glauben, dass sie eine Lehrerin sein soll. Gerüchteweise soll sie sicher einen Berg von Accessoires bei sich horten. Nach Schmuck muss sie offensichtlich vollkommen verrückt sein. Hm, jetzt sag bloß, du hast uns belauscht. Das ist aber ganz schön unverschämt, anderer Leute Gespräche zu belauschen. Merkt ihr das bitte? Und außerdem unterhalten wir uns über wahnsinnig wichtige und schwierige Themen. Das ist nichts für ein Kind wie dich. Wieso kann ich euch das Foto nicht zeigen? Ah, okay. Um die Ecke und die Treppe hinauf steht doch dieses rote Ziegelsteinhaus, nicht wahr? Da wohnt wirklich ein sehr eleganter Herr, musst du wissen. Ja, der geheimnisvolle und stattliche Fotomeister Immanuel Kokfar. Ach, wenn ich ihn nur sehe, entgleitet mir jedes Mal ein Seufzer. Aber es gibt doch Gerüchte, dass er eine heimliche Freundin haben soll und das, wo er einen so ernsthaften und rechtschaffenen Eindruck macht. Ach, deswegen darf er keine Freundin haben, oder was? Er mag wohl dieser Überglückliche sein, wenn doch nur jemand eines ihrer heimlichen Stelldicheins fotografieren könnte. Ja, ganz zufällig habe ich das sogar gemacht. Guck. Aber das sind doch... Der Fotomeister Immanuel Kokfar und diese lichtbildbegeisterte Frau. Dann war also an der Geschichte mit der geheim gehaltenen Freundin von Immanuel Kokfar nichts dran und das war alles nur ein Missverständnis von uns? Die beiden sind nämlich seit langen Jahren gute Freunde und teilen ihre große Leidenschaft für die Fotografie. Wir müssen uns wirklich bei dir bedanken, dass du uns den wahren Sachverhalt aufgezeigt hast. Jedenfalls werden wir keine haltlosen Gerüchte mehr in die Welt setzen. Das ist schön. Natürlich sollst du zum Dank auch was Schönes bekommen. Steck also bitte deine Hand aus. So, das ist jetzt Schatzkarte 24. Mein fächer Sohn hat die irgendwo gefunden. Sowas ist doch auch ganz nach deinem Geschmack, oder? Ja, so ein bisschen. Gut, 24 ist beim nördlichen Feenkordial. Das ist doch ganz, ganz nett. Gut. Dann kommt jetzt Schatzkarte 26. Wir sehen uns beim 6-Augen-Riff. Das ist... Ist das nicht irgendwo hier? Na komm. Als ob ich das jetzt nicht finde. Wo ist bloß das 6-Augen-Riff? Hä? Moment. Ah, okay, beim Turm der Götter, okay. Gut, bis gleich. Wie bei allen anderen Riffs, schätze ich mal, müssen wir auch hier die ganzen Boote und Kanonen zerstören. Also alles altbekannte Aufgaben. Nur, dass das hier das Riff mit den meisten, ja, Augen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen auch hier die meisten Gegner sich befinden. Na komm, sehr schön. Aua. Aua, was war das? Da war so ein komisches, also ich glaube, das war Link, dieses, ganz kurz. Und ich werde hier wirklich von allen Seiten bombardiert, also scheint wirklich so, als ob hier die meisten Gefahren lauern. Autsch, ich nehme auch ganz, ganz viel Schaden. Okay. Jetzt ist gerade gar nichts mehr los. Ah, okay. Da ist noch eine Kanone irgendwo, die ich jetzt aber nicht sehe. Ah, okay. Und sonst... Moment, ich werde mal mit dem Segel rumfahren, das geht ein bisschen schneller. Was war das? Hä? Okay. Habe ich gerade überhaupt nicht gesehen. Und das war's. Gut. Der Schatz von dieser Karte ist auch was recht Besonderes. Deswegen würde ich die ganz gerne
direkt, also den Schatz direkt holen. Also ihr werdet es dann gleich sehen, warum das was Besonderes ist. Müssen wir halt erstmal gucken, wo der Schatz ist. Nördlicher Wind und auf geht's zur Kiste. Schatzkarte Nummer, was war's jetzt, 26. Okay, gleich mal schauen, wo wir hin müssen. Ist, hier? Nee, wo ist das? Nördliche Triangelinsel ist es, okay. Ah, ist ja gar nicht mal so weit weg. Ich werde jetzt auch keinen Schnitt machen, sondern noch ein bisschen was erzählen. Wegen dem Wochenende. Ich mache zwar immer so Pausen, weil ich dann immer die Schatzkarten hole, aber ja, okay. Jedenfalls habe ich, 10, 11 Stunden geschlafen. Was war das? und ja. Warum war Samstag so ermüdend? Wir waren auf einer Ausstellung, also auf einem Volksfest. Ich hoffe, das sagt man in Deutschland auch so. Also ein Fest, was eine Woche oder zwei Wochen geht, wo es halt ganz viele Attraktionen gibt. Irgendwelche Gefährte, mit denen du fahren kannst oder was weiß ich. Go-Kart oder... Was gibt's noch? Ja, irgendwelche Spiele. Diese Kräne zum Beispiel, wo du halt ein Plüschtier oder so gewinnen kannst. So ein Fest halt und... da gab's halt auch ganz viele Gefährte. Also ich erzähle gleich weiter, jetzt kommt halt erstmal der besondere Schatz. Die Octalus-Karte. Damit weißt du, wo sich die schrecklichen Riesenkraken befinden, die auf See ihr Unwesen treiben. Mhm. Schauen wir uns auch ganz kurz an. Wir haben zwar schon, glaube ich, alle Riesenkraken besiegt. Das waren 4 oder 5. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall... Oh, 6 gibt's, okay. Dann könnte es sein, dass wir einen noch nicht besiegt haben. Moment, wo waren wir schon? Bei Tingles Insel, den müssten wir haben. Bei der Hufeiseninsel? Nee, eins drüber. Rhombus Insel. Weiß ich jetzt nix. Also da könnte es wirklich sein. Dann gibt's hier beim Zwei-Augen-Riff, da war der die Fee gefressen hatte. Dann beim Niemandsland, den haben wir auch. Bei der Ignis-Spitze, also unter Draconia, haben wir auch. Und nördlich von Draconia, Isla Ursa Major, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube schon. Also sagt der Fisch was dazu? Ja. Okay. Ja, ich glaube, da war sogar ein Herzteil. Ja, okay. Gut. Erstmal zur nächsten Schatzkarte, die ist beim... Niemandsland, okay. Ist das auch nicht so weit weg, oder? Ja, gut. Ich warp mich trotzdem mal hin und wir reden dann weiter. So, nochmal zum Thema Volksfest. Da gab es halt diese ganzen Attraktionen und Gefährten, mit denen man fahren konnte. Zum Beispiel, wo du halt drin sitzt, zu viert in so einem Ding, das sich dreht. Also ich bin in sowas zu beschreiben richtig schlecht, aber ich versuch's einfach mal. Also das Ding dreht sich selbst und das ist auf einem Eisen, auf einer Eisenscheibe, die sich zusätzlich auch noch dreht. Das hat halt einen Radius von so einen Radius von 2 Metern oder 3 Metern circa. Und das fährt halt richtig schnell, das dreht sich richtig schnell und du wirst halt richtig durchgeschüttelt und ja. Damit sind wir zum Beispiel gefahren und ich hab gerade das falsche Lied gespielt, ich weiß. Und
Da bin ich mit was gefahren, wo ich... Das klingt jetzt echt komisch, aber ich bin mit etwas gefahren, wo ich dann echt schon Todesangst hatte. Zumindest vor der Fahrt. Während der Fahrt, ja, hatte ich nicht wirklich... ich weiß nicht, da waren alle Gefühle irgendwie gemischt. Weil das einfach so extrem war. Ich gucke erstmal ganz kurz auf die Schatzkarte Nummer 27. Das ist hier, ne? Oder? Nee, es ist irgend so eine Pünktcheninsel, nenne ich sie jetzt mal. Hier, bei der Isla Orion. Okay. Jedenfalls. Ja, ich muss schon wieder kurz Pause machen, weil ich gleich wieder zur nächsten Schatzkarte gehe. Das ist jetzt Nummer 29, ne? Weil 28 haben wir ja schon. Ah, 29 haben wir auch schon, okay. Das heißt, Nummer 31 ist die nächste. Ist auch wieder auf Portemonnaie. Ja, gut. Okay. Dann bis in Portemonnaie. Ich habe mir gerade gedacht, weil ich so schlecht im Beschreiben von diesen Attraktionen bin, dass ich einfach mal Videos davon einblende. Also, ich werde jetzt hier ganz kurz eins von der einblenden, die ich vorhin beschrieben habe. Und ja, dann gibt's halt noch das Ding, wo ich wirklich Angst hatte, damit zu fahren. Muss ganz kurz gucken. Ah, perfekt. Weil wir müssen für die Schatzkarte ein Bild vom Vollmond machen. Hauptsache, es ist Vollmond. Voll der Zufall. Hey, was macht dein kleines Kind wie du noch so spät draußen? Sag bloß, du beobachtest auch leidenschaftlich gern den Nachthimmel. Na dann komm hier rüber, hier kannst du noch besser sehen. Okay. Das ist der Typ, der immer auf der Treppe sitzt, der immer so ein bisschen bedrückt wirkt. Eigentlich habe ich ja keine Hobbys. Okay. Eigentlich habe ich ja keine Hobbys, aber der Nachthimmel hat es mir einfach irgendwie angetan. Falls du also etwas dabei hast, womit du weit in die Ferne blicken kannst, dann lass dir auf keinen Fall den Anblick des Mondes entgehen. Ich glaube auch, dass der einem Beschreibungen von Sternbildern gibt, wenn man auf eins ranzoomt. Also ich schätze mal hier. Oder? Nee, doch nicht. Oder? Warte. Ja, okay, da... Ich weiß nicht. Ist das so, wenn man auf bestimmte Sternbilder ranzoomt, dass er dann einem dazu was sagt? Weil das ist auf jeden Fall eins. Sonst, ja, ich kenne mich mit... damit jetzt auch nicht so gut aus. Ah, es ist so hell. Ja, okay, mach mal schnell das Foto und ich erzähle weiter. Zack. Die Attraktion, wo ich echt Angst hatte, du sitzt halt in diesem Sitz und wirst ungefähr 50 Meter in die Luft. Also das dreht sich um die eigene Achse und du bist dann 50 Meter hoch oben in der Luft. Und der Sitz selber dreht sich auch noch. Und, ja. Es gibt auch Gerüchte, dass da schon mal jemand runtergefallen ist und da gestorben ist, natürlich. 50 Meter, hallo. Und ja, deswegen hatte ich halt so Angst. Und... Moment. Du nervst kleiner, mich versteht ohnehin keiner. Ich verstehe dich sehr gut. Na, das wollen wir doch erstmal sehen. Zeig mir ein Bild des gelbsten und rundesten Dings, das du finden kannst. Wenn das Bild mit dem übereinstimme, was ich meine, hast du gewonnen. Wenn du mich wirklich so gut verstehst, wie du behauptest, dann sollte dieses kleine Rätsel ja wohl keine Herausforderung für dich sein, oder? Also mach schnell. Ja, das mach ich ganz, ganz schnell. Hier, bitte. Ja, was sagt's denn? Richtig, Mann. Genau das wollte ich sehen. Das gelbste und rundeste ist natürlich der Vollmond. Und du bist tatsächlich draufgekommen. Ich mag ja ein wenig verschoben sein, aber den Mond zu betrachten, hat es mir wirklich irgendwie angetan. Und die absolute Krönung ist natürlich der Vollmond. Tut mir leid, dass ich dir solche Umstände bereitet habe. Danke. Hier für dich. Ohne ein kleines Dankeschön kann ich dich unmöglich gehen lassen. Jo, okay.
Angeblich soll diese Kette davon. Ach, wirklich, okay. Ich habe kein Boot und somit auch keinerlei Verwendung dafür. Ich werde aber heute Nacht dafür beten, dass du den Schatz findest, mein Freund. Ja, sehr schön, danke. Dann schauen wir kurz drauf. Ist das Tantopia? Ja, ja, ist es, okay. Gut, jedenfalls, ja, ich werde einfach wieder dieses Video eingeblendet haben. Ihr werdet es jetzt eh schon gesehen haben. Von daher, ja, muss ich das, glaube ich, nicht mehr großartig beschreiben, warum ich da jetzt so Schiss hatte. Und Moment. Ah, okay. Ja, ich werde jetzt noch eine Schatzkarte holen und die ist auch auf Portemonnaie. Nämlich müssen wir mal wieder ein Foto machen. Und zwar von der Frau vor der Apotheke. Also, Apotheke, ja, steht in der Liste. Das heißt, ich schätze mal, das hier ist gemeint. Weil sie ist ja auch so ein Lichtbildliebhaber. Ob du es glaubst oder nicht, ich war früher mal die Miss Portemonnaie. Und ich glaube, ich kann immer noch ganz gut mit den jungen Dingern mithalten. Naja. Nein, ich will ein Foto machen. So. Passt schon. Guck mal, das bist du. So sehe ich also heute aus, aber meine Haut ist ja immer noch genauso glatt und straff wie früher. Ich bin also noch genauso hinreißend wie seinerzeit. Du weißt gar nicht, wie gut einem manchmal etwas Bestätigung tut. Danke, dass du mir so gute Laune beschert hast. Hoffentlich kann ich dir mit einer so kleinen Aufmerksamkeit eine ebensolche schenken. Jo, danke schön. Die hat mein Sohn irgendwo gefunden. Ich dachte, das könnte vielleicht etwas sein, worüber du dich freust. Schließlich ist mein Sohn auch absolut verrückt nach so etwas. Okay. Dann schauen wir da drauf. Das ist... diese Pünktcheninsel immer, ne? Dieser Isla Cassiopeia ist das. Und, ja. Also jetzt habt ihr in diesem Part meine Wochenend-Story mal erlebt, auch wenn nur sehr, sehr brüchig und schlecht erzählt, weil ich halt so müde bin. Ich hoffe, das hat den Part jetzt nicht irgendwie heruntergezogen. Und ja, freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir die restlichen Schatzkarten suchen, weil viele fehlen uns nicht mehr, sind nur noch ungefähr 6, 7 Stück. Also das nächste Mal werden das auf jeden Fall alle sein. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.